TACE bedeutet transarterielle Chemoembolisation, das ist die Abkürzung des Verfahrens, bedeutet, dass man über einen Gefäßzugang, klassischerweise in der Leiste, einen Katheter in die Leber hineinführt und dann mit einem sogenannten noch kleineren Katheter, einem Mikrokatheter, bis an den Lebertumor herangeht und dort Chemotherapie appliziert und anschließend das Gefäß verschließt. Und diese Kombination aus Chemotherapie und Gefäßverschluss nennt man Chemoembolisation. Eignen tut sich dieses Verfahren insbesondere für lebereigene Tumore, das sogenannte hepatozelluläre Karzinom, HCC. Das Verfahren eignet sich weiterhin auch sehr gut für Lebermetastasen. Die Radioembolisation oder auch SIRT genannt, selektive interne Radiotherapie, bedeutet, dass man über einen katheterbasierten Zugang, also man schiebt sozusagen einen Katheter wieder über die Leistenschlagader in die Leberschlagader hinein und dort appliziert man dann sogenannte Mikrosphären, die beladen sind mit radioaktivem Material. Und dieses radioaktive Material wandert quasi mit dem Blutstrom zu dem Lebertumor hin, setzt sich dort fest und kann den Tumor dann von innen zerstrahlen. Das ist das Prinzip der selektiven internen Radiotherapie oder auch Radioembolisation. Dieses Verfahren ist wiederum sehr gut geeignet für den lebereigenen Tumor, das hepatozelluläre Karzinom, insbesondere dann, wenn es an mehreren Stellen schon aufgetreten ist, also multifokal ist. Und das Verfahren eignet sich ebenso auch für Lebermetastasen, die bereits an verschiedenen Stellen der Leber aufgetreten sind. Radiofrequenzablation bedeutet übersetzt, dass man sozusagen mit einer Sonde, die in einen Lebertumor eingeführt wird, dort Strom applizieren kann, Wechselstrom applizieren kann. Und dieser Wechselstrom führt dazu, dass der Tumor erhitzt wird, über 60 Grad erhitzt wird. Und das führt zu einer Denaturierung und letztendlich zu einer Zerstörung des Tumorgewebes. Einsetzbar ist dieses Verfahren insbesondere für lebereigene Tumoren, Stichwort hepatozelluläres Karzinom. Das Verfahren eignet sich aber auch für andere Tumoren, die in die Leber gestreut haben, sogenannte Lebermetastasen.